Hi, hier ist Affinity Jack und heute zeige ich euch, wie man in diesem Bild den Dunst entfernt und dabei die Farben realistisch verbessert. Und zwar habe ich ja neulich erst ein Video rausgebracht, wie man Dunst entfernt, aber hier ist ein bisschen andere Situation und deswegen werde ich es auch mal anders machen. Ich werde nicht mit dem Dunstentfernfilter arbeiten, sondern auf herkömmliche Art. Die Aufnahmesituation war so, dass es ein paar Stunden vorher geregnet hat und sich gerade versuchte, so ein bisschen die Sonne durchzukämpfen, ohne dass sie aber so direkt schien. Einigen ist es vielleicht auch aufgefallen, ich arbeite jetzt mit der Affinity Version 2. Hier gibt es einige Veränderungen, auf die ich auch in diesem Video eingehen werde. Zunächst würde ich das Foto erstmal zuschneiden, um hier unten diese für mich störenden Objekte zu entfernen. Also gehe ich auf Zuschneiden. Ich belasse es mal beim Originalverhältnis und möchte ja wirklich nur das hier weg haben. So, da gehe ich jetzt so knapp vor wie nur möglich, damit mir nicht so viel von dem Bild verloren geht und drücke Enter. Man sieht schon an dem Histogramm, dass eine Tonwertkorrektur Sinn machen könnte, weil hier und dort einiges fehlt. Mit der Tonwertkorrektur hole ich also im Prinzip Farben auch wieder zurück. Es werden Farben komprimiert. Also gehe ich auf die Anpassungsebene Tonwertkorrektur und ziehe mir mal diese Stufen hier so ran. Einmal bis hier. Ich kann ja schon mal ein Vorher-Nachher zeigen. Also ich würde mal sagen, das war schon von erheblicher Wirkung. Ihr seht jetzt auch in Affinity Photo 2, dass sich hier jetzt ein bisschen was verändert hat. Diese Anpassungsebenen sehen jetzt ein bisschen anders aus. Also hier vorne ist dieses Symbol für die Anpassungsebene. Also dieses Symbol hier ist das gleiche wie dieses. Hier kriegt man ein Symbol für welche Anpassungsebene man hat. Wenn man hier draufklickt, dann öffnet sich wieder diese Einstellung. Und wenn man hier draufklickt, dann kann man den Text verändern. Jetzt möchte ich den Kontrast erhöhen und dabei auch gleichzeitig die Farben mehr zum Poppen bringen. Das mache ich mit den Gradationskurven. Ich setze mir wieder diese drei Punkte. Wer hier öfter meinen Kanal sieht, der kennt die schon. Und guck mir jetzt das Bild mal an. Und zwar habe ich das Problem, also für mich, dass hier oben diese Rasenfläche ziemlich hell ist. Das bedeutet für mich, ich möchte insgesamt das Bild ein bisschen dunkler kriegen, damit das hier mehr Konturen bekommt. Und das gleiche mache ich auch mit den dunklen Tönen. Auch die ziehe ich runter, ein ordentliches Stück. Und die hellen Töne, die helle ich ein bisschen auf. Trotzdem bin ich hier mit dem Rasen nicht zufrieden. Den werde ich nachher nochmal extra bearbeiten. Ich glaube, ich maskiere mal lieber den Effekt hier wieder raus. Dazu nehme ich mir einen Pinsel, Farbe Schwarz. Und da das hier eine Maske ist, und da achtet mal drauf, da passiert nämlich gleich was. Das ist auch neu. Sobald ich hier einmal drüber gehe, zeigt er an, dass ich hier maskiere. Also ich maskiere jetzt hier mal in diesem Bereich diese Anpassung raus. Und zeige auch hier mal den Vorher-Nachher-Effekt. Ja, auch hier haben wir deutlich was gewonnen. Was man jetzt noch machen könnte, man könnte den Live-Filter Klarheit drauflegen. Dazu muss ich auf die Originalebene gehen und wähle jetzt diesen Live-Filter Klarheit an. Denn der schärft ein bisschen, wobei er gleichzeitig den Kontrast hochsetzt. Und damit zieht er eben auch die Farben hoch. So, gehe ich hier mal ordentlich hoch ran. Ich zeige hier mal den Vorher-Nachher-Effekt. Allerdings, was ich nicht so prominent im Bild haben möchte, ist der Hintergrund. Der ist ja jetzt auch geschärft und auch kontrastreicher. Das heißt, ich möchte den Hintergrund ausblenden. Also, ich habe immer noch den Pinsel angewählt. Maskiere ich das aus dem Hintergrund raus? Also, der Wald, der ist ja total farbenfroh. Und der war in Wirklichkeit eben noch farbenfroher, als es hier gerade erscheint. Denn wir haben ja jetzt, ich habe das ja mit dem Teler aufgenommen und wir haben ja den Dunst, der uns ja die Farben wegnimmt. Also mir fehlt jetzt ein bisschen Rot. Das Rot war stärker. Das möchte ich jetzt wieder zurückbringen. Das mache ich mit einer Anpassungsebene HSL. Dann nehme ich die Pipette und Achtung, hier ist was neu. Früher musste man jetzt mit der Pipette es so rüberziehen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Jetzt geht man einmal auf die Pipette und das bleibt eine Pipette. Dann wähle ich mir hier mal so ein, sagen wir mal, Orange aus und werde jetzt die Farbe verschieben. Also man sieht, dass gleich sich ordentlich was verändert. Das ist natürlich viel zu extrem. Ich mache es mal so. Die Sättigung würde ich auch noch ein klein bisschen erhöhen. Aber da es jetzt viel zu extrem und auf dem ganzen Bild gelegt ist,
und sogar Teile des Rasens sogar schon effektiert. Würde ich das jetzt invertieren, Command und I, jetzt ist der Effekt wieder weg und jetzt nehme ich mir einen weißen Pinsel und maskiere es örtlich an den Stellen rein, wo ich meine, wo die Bäume ein bisschen rötlicher sein könnten. Also nur so an so ein paar Stellen. Also wenn ich das auf alles anwenden würde, wäre es meiner Meinung nach nicht mehr realistisch. Als nächstes möchte ich einen Screenshot machen und auf diesen Screenshot ein paar Veränderungen vornehmen. Warum sage ich das? Weil das ein bisschen anders ist. Früher hat man das angeklickt, Rechtsklick, und man hatte ein Menü, wo man unter anderem eben auch einen Screenshot machen konnte. Das ist jetzt ein bisschen anders. Jetzt muss man die Ebenen, von denen man einen Screenshot haben will, markieren. Also Shift und die unterste und jetzt Rechtsklick. Und jetzt kommt dieses altbekannte Menü. Sichtbare zusammenlegen und jetzt habe ich einen Screenshot. So, was ich jetzt zuerst machen will, ist eigentlich nur eine Kleinigkeit. Und zwar ist hier unten, sind hier so ein paar Sachen im Bild, die will ich mal kurz wegretuschieren. Das ist jetzt vielleicht eine Kleinigkeit, aber ich finde, das ist so ein bisschen ablenkt. Ich gucke die ganze Zeit irgendwie hin. Also nehme ich den, sieht jetzt alles ein bisschen anders aus, den Restaurationspinsel. Ich mache jetzt keine extra Ebene, weil es nur eine kleine Veränderung ist. Einmal rüber und schon ist es weg. Das mache ich mal auch weg. Dann diesen störenden, das mache ich auch weg. Und das war's schon. Ich nenne jetzt die Ebene mal Dodge and Burn. Jetzt möchte ich die Farben und auch die Kontraste durch Dodge and Burn ein bisschen verstärken. Also gehe ich jetzt auf das Dodge and Burn Werkzeug. Also hier nachbelichten, Burn, abdunkeln. Denn was mich immer noch stört, ist, dass dieser Rasen viel zu hell ist. Der ist ja kurz vorm Ausbrennen und wirkt für mich nicht so harmonisch im Vergleich zum Rest. So, ich gehe jetzt mal mit der Deckkraft runter, auf diesen Wert etwa, das Ganze mit einer weichen Kante. Wähle die Zwischentöne aus und werde hier mal sehen, wie der Rasen darauf reagiert, wenn ich es dunkler mache. Und zwar folgendes Ziel, ich möchte einerseits die hellen Stellen dunkler haben, damit die nicht so ausbrennen und sich harmonischer mit dem sonstigen Rasen einfügen. Und gleichzeitig möchte ich diese Konturen, hier wo hier so sich so ein Schatten bildet, die möchte ich jetzt verstärken. Also die fahre ich mal gesondert und stärker rüber, auch hier. Und insgesamt gehe ich nochmal über den Rasen und mache das alles ein bisschen dunkler. Ich zeige nur mal kurz an dieser Stelle, was ich eigentlich gemacht habe. Aus meiner Sicht fügt sich das jetzt besser zu dem Rasen unten ran. Und so würde ich jetzt auch vorgehen. Wir haben auch hier überall wunderschönen Schlagschatten. Und den möchte ich jetzt verstärken, indem ich hier einfach immer so ein bisschen den ohnehin dunklen Bereich noch ein bisschen nachdunkle. Auf Anhieb sieht es jetzt gar nicht so doll aus, als wenn sich was verändert. Aber ich zeige mal gleich dann mit dem Vorher-Nachher. Und dann sieht man, dass man sehr wohl gehörig was dabei verändert. Also ich kümmere mich immer nur um den Schatten. Gleichzeitig möchte ich mal hier, das ist mir ein bisschen zu hell, gehe ich auch mal mit der Deckkraft hoch. Ich zeige auch hier schon mal ein Vorher-Nachher. Und so kann ich auch vorgehen mit der gleichen Methode, indem ich einzelne Bäume ein bisschen dunkler mache. Und zwar, um ein bisschen Lebendigkeit reinzubringen, dunkle ich ab und zu mal ein bisschen was ab. Immer die Deckkraft 30% oder 50% könnte ich sogar nehmen. Jetzt habe ich hier auf dieser Wiese, es geht mir jetzt so durch den Kopf, drei wunderbar gelbe Bäume, die für sich schon relativ freigestellt wirken, weil der Rasen so viel Schatten hat, also dunkler ist. Diesen Effekt kann ich jetzt nochmal verstärken. Also, ich gehe mal ein bisschen mit der Deckkraft runter. Ich bin ja immer noch beim Abdunkeln und werde ringsrum so ein bisschen unmerklich etwas abdunkeln, um diese hellen Bäume, die hellen Flächen ein bisschen abdunkeln. Nur das darf nicht so auffallen. Damit habe ich den Kontrast schon von diesen Bäumen erhöht, ohne dass ich die Bäume eigentlich angefasst habe. Jetzt fasse ich aber die Bäume an und nehme jetzt das Abwedeln-Werkzeug und mache das jetzt mit den Bäumen, dass ich die ein bisschen heller mache. Muss nur aufpassen, darf man nicht zu hell machen, weil dann brennen die ja wieder aus. Ich zeige jetzt mal den Vorher-Nachher-Effekt. Und finde, dass die Bäume hier besser kommen und dass auch hier sich einiges getan hat und dass die ganzen Schatten jetzt mehr Konturen haben. Und insbesondere die Wiese hier oben sich jetzt besser einfügt. Nun liegt ja einiges an Tonkomprimierung drauf und wie man sieht, der Dunst ist ja jetzt entfernt. Also ich habe auf herkömmliche Art ohne den Filter Dunst entfernen, der ja hier oben wäre, den habe ich in einem anderen Video mal gezeigt,
habe ich jetzt manuell den Dunst entfernt. Allerdings mit der Nebenwirkung, dass der Hintergrund bläulich geworden ist. Das ist ein typischer Nebeneffekt, aber auch den können wir ganz leicht korrigieren. Ich nehme jetzt eine Anpassungsebene HSL und wähle mit der Pipette eine Farbe aus dem Hintergrund aus. Und man sieht, es ist ziemlich blau. Und deswegen werde ich den Farbton jetzt verschieben und das Ganze ein bisschen grüner machen. So, also gar nicht so doll. Die Sättigung möchte ich auch noch ein bisschen erhöhen, weil es ja insgesamt recht farbenfroh ist. Und gleichzeitig möchte ich aber diese Farbton ein bisschen abdunkeln. So, jetzt habe ich allerdings das Ganze auf das ganze Bild, also muss man aufpassen. Ich sehe hier ein paar Stellen im Bild, wo das auch Auswirkungen zeigt. Ja, hier der Rasen, das gefällt mir jetzt nicht so. Also werde ich das Ganze jetzt invertieren und werde jetzt mit einem Pinsel diesen Effekt nur auf diesen Hintergrund hier reinmalen. Und augenblicklich sieht man, also ich hoffe, dass man das an euren Computern jetzt sieht, weil der Unterschied ist jetzt wahrscheinlich nicht so heftig. Ich nehme in 4K auf, ich weiß nicht, ob die Farben jetzt so rauskommen. Ich habe jetzt praktisch blau aus dem Hintergrund reduziert. Ich zeige es mal, so dass es ein bisschen grüner wirkt. Jetzt biete ich mal optional was an, was natürlich ein Fake ist. Ihr könnt selbst entscheiden, ob ihr sowas machen wollt. Aber damit erkläre ich gleichzeitig eine Neuerung in der Affinity Photo Version 2. Also ich möchte hier noch so ein bisschen, um den Dunsteffekt und diese Stimmung nach dem Regen zu verstärken, möchte ich hier noch so aufsteigende Wolken, wie sie hier sind, möchte ich hier noch reinbringen. Also mache ich mal eine neue Ebene. Die nenne ich dann auch mal Wolken. Und jetzt nehme ich mir einen Pinsel. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Nehmen wir mal den und kann jetzt hier, wo ich möchte, Wolken hinmalen. Also wichtig ist natürlich, dass man das mit der weißen Farbe jetzt macht. Und ich denke mal, ich mache es so und klicke gleich auf der gleichen Stelle noch ein zweites Mal, damit es ein bisschen stärker kommt. Und dann nehme ich noch eine andere Wolke. Nehmen wir mal die und mache die mal hier. 1, 2, 3. Ja. So, was ist jetzt daran an Affinity Photo Version 2 neu? Ich gehe mal wieder zurück auf die Ebenen. Jetzt haben wir hier dieses Symbol mit den Pinseln. Das haben wir auch hier schon gehabt. Ich gehe jetzt mal darauf ein. Jetzt, wenn man das anklickt, dann öffnen sich, und das finde ich persönlich total genial, dann öffnen sich die Pinsel, die man bisher hier benutzt hat. Wenn man also zwischen den Pinseln hin und her springt, dann geht es hier jetzt ganz schnell. Man muss dann dieses Panel nicht mehr öffnen. So, hier habe ich ja den Pinsel genommen. Also habe ich jetzt den auch ausgewählt und das gefällt mir super gut. Jetzt nächste Neuerung. Ich möchte hier ja Bereiche ausmaskieren. Also lege ich mir eine Maske an. Jetzt klicke ich auf die Maske und ihr seht, die Maske öffnet sich nicht gleich, sondern man hat hier verschiedene Optionen für Masken. Dazu werde ich in späteren Tutorials noch kommen. Es gibt jetzt neue Arten von Masken. Wir brauchen jetzt aber nur mal die normale Maske, die sich eben auch früher einfach nur geöffnet hat. So, ich aktiviere die mal und wähle jetzt die Farbe Schwarz und maskiere hier mir mal die Wolken da raus, wo sie nicht hingehören. Und dann gehe ich mal hier mit der Deckkraft ein bisschen runter, um da so ein bisschen, und zwar meine Idee ist, damit es, vielleicht bilde ich mir es auch ein, weil ich weiß, dass es ein Fake ist, damit es nicht ganz so nach Fake aussieht, möchte ich, dass es nicht so gleichmäßig aussieht. Also reduziere ich hier in Teilen mal die Deckkraft. Und das würde ich hier auch in Teilen machen. Damit mehr der Eindruck entsteht, dass es sich auflösende Wolken und Nebelfelder sind. So, jetzt zeige ich mal, wo wir eigentlich gestartet sind. Wir haben ja eine Menge an Maßnahmen durchgeführt. Wir haben mit diesem Bild angefangen, wobei es ja noch zugeschnitten wurde und sind jetzt hier gelandet. Und zwar auf herkömmliche Art, ohne einen Dunstentfernfilter zu benutzen und ganz selektiv. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Affinity Jack.